Herzlich willkommen zu unserem Video, das im toskanischen Piombino stürmisch startet. Gestern noch bei ruhiger See eine Fähre gebucht, heute müssen wir auf das Schiff und Ursi erklärt euch hier gerade, welche Bedenken sie dabei hat. Es ist sehr stürmisch draußen. Ich war hinter der Mole und da hat es mir schon mehr Wasser ins Gesicht gespült. Also die Mole wird überspült oder überspritzt. Also es ist ganz schön stürmisch. Die Fähren, die vorher gefahren sind, die wurden abgesagt. Ich wollte schon schauen, dass ich eine Fähre vorher kann, weil wir waren ein bisschen zu früh dran. Und dann sehe ich am Ticketschalter, dass alles voll ist, bin ich zurück und habe im Internet nachgeschaut. Und es ist so stürmisch, dass die Fähre... die zwei Fähren vorher abgesagt wurden. Ja, jetzt mal schauen, ob wir da jetzt mitkommen. Also wir sind auf jeden Fall mal pünktlich da, also eine Stunde vor offizieller Abfahrt. Ja, unsere soll wohl fahren um 11.40 Uhr. Bis jetzt noch. Ja. mir wird's jetzt schon ganz anders, ich sag's euch. Wird bestimmt lustig, die Überfahrt. Ja, also, warten wir mal ab. Trotz des Starkwindes wurde die von uns gebuchte Fähre beladen. Sie startete dann auch fast pünktlich und wir hofften auf eine relativ ruhige Überfahrt. Der Helle kann seelenruhig die Zeitung lesen. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht bald grün um die Nasenspitze werde. Doch. Ist ein ganz schöner Wellengang. Also für mich auf jeden Fall. Aber wird schon werden. Je näher wir der Insel Elba kamen, umso ruhiger wurde die See und sogar die Sonne blitzte langsam hervor. Selbstverständlich war es nicht unser Ziel, den Aufenthalt auf Elba nur auf einem Campingplatz zu verbringen. Wir wollen natürlich möglichst viel von der Insel sehen. Dennoch, nach dem reichhaltigen Kulturprogramm der letzten beiden Wochen und der damit angesammelten Wäsche, nahmen wir uns vor, erstmal eine mehrtägige Pause an einem Campingplatz in Lacona, also dem südlichen Bereich der Insel, einzulegen. Dies vor allem, da die Wetter-App für die nächsten Tage wolkenlosen Himmel, Sonnenschein und bis zu 20 Grad Wärme versprach.
einen schönen Platz für unseren Küstel, zwar etwas eng, aber dafür schön am Meer gelegen, hatten wir gefunden und so stand einen mehrtägigen Aufenthalt und etwas Ausruhen nichts mehr im Wege. Ja, Lieben, so kann es gehen. Jetzt sind wir einfach auf den Campingplatz gefahren, weil wir hier ein bisschen, ja, sagen wir so, uns erholen wollten, weil wir ja jetzt doch ziemlich viel Kultur hinter uns haben. Und die Wetter-App hat gesagt, purer Sonnenschein und 19 Grad. Ja, also ich gehe gleich mal mit euch raus und zeige euch, was hier purer Sonnenschein und 19 Grad bedeutet. Also, aber zieht euch warm an. Jo, ein Jäckle Werte, ich glaube nicht schaden. Ja, also, ne, so kann jetzt der Helle in Ruhe ein Video schneiden. Und genau. Zwar ist es das Video aus dem Chianti-Tal. Das sollte man euch unbedingt anschauen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann, ich glaube, das ist richtig lustig geworden. Und das ist schön. Ja. Und ja, ich zeige euch jetzt mal draußen, wie das stürmt und Eindrücke vom Campingplatz, das verkneife ich mir jetzt. Also auf jeden Fall mal im Moment. Ist halt ein normaler Campingplatz, hat viele Kinder, klar, sind Osterferien. Und ja, aber wir stehen fast direkt am Meer, bloß haben wir jetzt leider nicht viel davon. Nicht viel, nein. Ich zeig's euch. Also wäre gar nicht mal so schlecht, aber heute ist so ein Sturm und ja, macht eigentlich keinen riesen Spaß. Und ihr schaut mal dahinter, da, hier, das sieht sogar aus, wie wenn es regnet. Okay, ich gehe jetzt auch lieber wieder in Gustl rein, das ist mir einfach zu ungemütlich. Helle, ich komme doch lieber wieder zu dir. Das ist ein bisschen ungemütlich da draußen. Das glaube ich auch. Ja.
Ja, wenn man es eng nicht liebt, dann darf man nicht nach Italien fahren. Und vor allen Dingen nicht auf Elba. Ja, also, das sind halt so diese Erlebnisse. Aber der Heli findet sowas ja echt klasse, oder? Ist ja schlimm, ja. Interessant. Aber wie wir festgestellt haben, die Italiener hier auf Elba sind sehr hilfsbereit. Alle sind sie gleich gekommen und haben Kunko und Holfer und gemacht. Also, echt toll. Ja, jetzt gehen wir einkaufen, ja. Die Herausforderung. Eine normale Straße tut es bei uns ja nicht, gell? Also, okay. Aber ihm gefällt es natürlich. Man kommt sich hier fast vor wie im Hochgebirge, oder? Das ist ja super. Also die Aussicht, gigantisch. Ja. Ich sehe bloß nicht zu viel. Nee, das muss man sich dann im Video alles auch anschauen. Uiuiuiui, hier wird es aber ganz... Wow. Ja. Heute haben wir Ostersonntag und ganz einen schönen Platz, einen Parkplatz eigentlich haben wir erwischt. Es ist nur ein Parkplatz, da gibt es überhaupt nichts. Es ist nur ein reiner Parkplatz. Wir stehen jetzt hier in Marina, direkt am Hafen unten. Also vom Parkplatz aus kann man den Hafen nicht sehen. Aber die paar Schritte kann man gut laufen. Und wir nützen jetzt noch ein paar Sonnenstrahlen, wenn überhaupt noch welche jetzt noch kommen. Der Wind ist so stark, ich weiß nicht, ob man überhaupt was versteht von uns. Ja, auf jeden Fall laufen wir hier jetzt ein kleines bisschen spazieren. Genau. Also das ist jetzt hier an dem höchsten Berg. Wie heißt der höchste Berg von Elba? Weiß ich nicht mehr. Weiß man nicht mehr, schreien wir unten rein. Und das ist am Fuße da unten und wir hoffen, an Ostern macht die Seilbahn hoch auf, dass wir da hochfahren können. Ja, allerdings bei dem momentanen Wetter lohnt sich das nicht, da hochzugehen, weil da hat man überhaupt keine Sicht. Das ist alles in Wolken verhangen. Mal schauen, ob wir das überhaupt noch machen können. Wir werden sehen. Aber jetzt können wir ja schon mal ein bisschen spazieren. Genau. Das ist hier eine Karte von Elba. Auf dem Campingplatz waren wir hier bei Lacona. Und jetzt sind wir genau auf der anderen Seite drüber in Marciana Marina. Genau. Und da ist der Berg, auf den wir eventuell hochfahren. Da soll es nämlich eine Seilbahn hochgeben. Und wenn er da runter schaut, hier ist der Parkplatz, an dem wir stehen. Und wenn es da so pfeift, dann sind es die Segelboote, wo der Wind durchpfeift. Das hört sich etwas komisch an, aber jetzt wissen wir wenigstens, was der Grund ist, dass die so pfeift. Ja, und heute Nacht habe ich nichts gehört. Es war total ruhig. Wir schlafen sonst so. Wir schlafen ja immer gut. Ist so fest, ja. Also ja. Wenn uns einer beklaunt hätte, dann hätten wir sagen, wir sind betäubt worden. Betäubt vom Sandmännchen. Genau. Yeah.
Und wenn ihr die Ussi so rumpeln seht, das ist nicht so, dass die operiert wurde, ich wurde operiert, aber fußkrank ist sie trotzdem. Ja, gestern beim Wegfahrer vom Campingplatz habe ich im Helenokolfer beim Ausrangierer und prompt bin ich natürlich da in ein Loch reingefallen und habe mir den Knöchel verstaucht und das Knie aufgeschlagen, aber es geht schon wieder. Ich habe sie gut gepflegt. Ja, er hat mir immer das Eis aus dem Frierfach geholt. Na also, ist doch was. Ja. Kleines Ostersträußchen am Wegesrand. Wir stehen hier in Marciana Marina. Das Wetter ist schlecht. Die Laune ist gut. Der Magen leer. Pizzeria offen. Dann gehen wir rein. Ja. Was ist jetzt lokal? Mal schauen, was ich jetzt bekomme. Bestellen werde ich jetzt ein Risotto di Mare. Experimentierfreudig, wie man die Ussi. Kann ich natürlich nicht mithalten. Wie üblich, nur Pizza. Vegetarische Pizza. Ganz was Neues. Das sieht ja mal lecker aus. Ja. Also die Pizza ist eher mein Fall. Danke, ja, auch ein guter. Ah, das war jetzt richtig gut. Ihr seht, beide haben wir auch gegessen. Lecker war's. Jetzt kann es mir nicht gut werden. Ja, also an uns liegt es nicht, wenn es jetzt weiterhin regnet. Also wir haben jetzt unsere Teller leer gegessen, aber es regnet trotzdem. Und zwar noch fester als vorher. Was wir schon mal festgestellt haben, die Italiener kommen immer erst nach uns. Ja, wir sind immer zeitiger dran mit ja, Essen. Wir waren jetzt die zweiten Gäste, jetzt ist das Lokal voll auf einmal. Wie schon mal, ja. Ja, also die kommen echt später. Dabei heißt es mir, der Frühvogel fängt die Wurm. Ja, darum haben wir auch so lecker was Essen kriegt. Die anderen kriegen nur noch die Reste. So, also ab geht's jo. Im Regen in Marciana Marina. Ja. Rainy day. Wer hätte gedacht, dass es so viele Leute gibt, die hier auf Elba Urlaub machen. Wir wollen jetzt ins Hochgebirge, deswegen nehmen wir natürlich eine Jacke mit. Und ich habe jetzt meine nicht dabei, die ist jetzt von dem Kustl. Weil die Ursi nichts denkt. Ja, ja klar. Muss klar. Ich immer an mich selber denken. Ich frage nur, welche Jacke er mitnimmt. Ja, und prompt lässt er sie natürlich hängen. Naja, aber also, wir sind ja noch nicht weit gelaufen, eigentlich noch gar nichts. Wir sind jetzt hier am Mount Capone. Capone. Das war der El Capone, aber das ist der
Mount Kapane. Ja, genau. Also da sind wir jetzt oder gehen wir jetzt auch gleich hin. Und heute ist bombastisches Wetter nach dem vielen Regen. Und ja, da versuchen wir jetzt hochzukommen, denn da soll eine Seilbahn hochgehen. Schauen wir, ob die schon geht. Hochlaufen tun wir nicht. Nein. Aber ich brauche nur ein Jäckchen. Also das ist zwar angenehm warm, aber wenn man ins Hochgebirge geht. Hochgebirge, 1000 Meter. Ja, über 1000 Meter. Knapp drüber. So, jetzt geht's los. Ja. Voilà. Grazie. Arrivederci. Also wenn ihr einer Frau mal nahe kommen wollt und die will Abstand halten, das geht hier nicht. Nein. Da ist die Frau euch ausgeliefert. Naja, in dem Fall ja gerne, gell? Aber jetzt konzentrieren wir uns hier drauf und ja, hoffe, dass wir jetzt nichts verlieren. Ja. Oder? Lustig, eine ganz andere Seilbahn mal wieder. Ja, wenn ihr euch nicht mehr grün seid, dann fahrt hierher. Da steht man miteinander, hat ein paar Minuten Zeit, dann kann man sich aussprechen. Aber wir hätten es nicht nötig gehabt, oder? Nein. Ja, aber wir sind trotzdem da. Und es ist so schön hier. Herrlich. Gleich wird steil, letzte Möglichkeit zum halbwegs unverletzten Ausstieg. Nee. Man kann keine Aussteiger freiwillig. Also wer da einsteigt, der ist dann auf Gedeih und Verderb gezwungen, da hochzufahren. Ja, das ist mal in jeder Seilbahn. Ja, aber die schaut schon windig aus. Warum macht man sowas ja auch bei schönem Wetter? Genau.
für alle in unserem Bekanntenkreis, die an Höhenangst leiden, das wäre ein funktioneller Therapievorschlag. Nee, es war richtig toll. Es war zwar ganz schön windig unterwegs, ja, und frisch und kalt. Ich musste mich jetzt erst hier mal ein bisschen sortieren. Aber wir gehen jetzt nur ein ganzes Stück hoch und eigentlich ist das ist eine ganz schön lange Bahn. Ich hätte schauen sollen, wie lange die Fahrt dauert hat. Aber vielleicht, wenn ich dran denke, dann schaue ich mal auf dem Rückweg. Dann müssen wir ja wieder runter. Seit ein paar Tagen ohne Stöcke und jetzt hier wäre es gar nicht schlecht gewesen. Es geht dann nämlich steil nach oben und da haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Aber das Zeug ist, muss ausgenutzt werden und wenn wir die Bergbahn Zeit haben, müssen wir an den Zugipfel hochgehen. Grüezi! Es lohnt sich, das ist ein gigantischer Blick hier oben. Echt toll! Ausrutsch ist nicht empfehlenswert, denn da geht es gleich abwärts. Also es ist jetzt für mich schon ein bisschen grenzwertig. Die Auffahrt habe ich gut vertragen, aber jetzt ist es schon ein bisschen, hatte schon langsam Dimensionen, die ich nicht erwartet habe. Die Ursi hat es nach oben geschafft. So, und da ist Marciana Marina. Da haben wir die Nächte davor verbracht. Also da sieht man ein Stück von Porto Ferraio und im Hintergrund, das ist Italien. Und auf der anderen Seite kann man bis Korsika schauen. Also wenn man wieder runter will, ja? Dann kann man runterlaufen, aber wenn der Weg so gesichert ist wie der hoch auf dem Gipfel, dann ist das keine Alternative. Ja, für uns nicht. Das ist halt ein Wanderweg natürlich. Und wer nicht mehr in die Seilbahn einsteigen will, denn die schaut schon ein bisschen kriminell aus, wenn man das so sieht, ja. Der muss einen Hubschrauber kommen lassen und für mich kommt kein Hubschrauber, deswegen muss ich da wieder rein. Ein Schiff? Respekt kriegst du schon, wenn du das anschaust. Zwischendurch der Wind ganz schön teilweise, oder? Ja, ja, der bisschen Schaufel tut es schon. Aber ein herrlicher Blick ist das hier. Den müssen wir noch richtig genießen. Muss man erlebt haben, aber es ist schon. Also für jemanden mit Höhenangst ist es schon. Ja, du redest viel davon, ne? Ja. Ist ein bisschen mulmig. Also. Tapferer Helle. Also ich würde wieder hochfahren, wenn ich noch nicht gewesen wäre. Aber ob ich es ein zweites Mal brauche.
Also das hat sich unbedingt gelohnt. 20 Minuten geht der Fahrt. Und wenn man auf Elba ist, dann muss man das einfach erlebt haben. Ja, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Können wir euch nur empfehlen. Masina Marina. Masiana Marina. Ja. Ich weiß nicht, ich sage. Und der Berg heißt Mount Capane. Monte Capane. Du musst aufpassen, was du sagst. Ja, dass ich gerügt werde, gell? Also ja, ja. Monte Capane. Monte Capane, ja. Vielen Dank, dass ihr uns wieder begleitet habt und für euer Interesse an unserer Reise. Wir haben noch viel mehr auf Elba erlebt, deshalb freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.